weg damit. Mal gucken, was mit der Smeltery los ist. Okay, da sind 9 Molten Ingots drin. Perfekt. Das kann ich rausnehmen. Und dann kann ich gleich auch das Eisen schmelzen. Komm, jetzt kühl noch ab. Ja. Es ist sehr schön, dass man so viel daraus bekommt. Muss ich sagen. Vor allem das Zinn, das erfreut mich, weil ich das ja sehr stark brauche. Und das waren ja auch einer der Gründe, warum ich mir so eine riesige Smeltery auf die Liste geschrieben habe. Naja, sie ist jetzt nicht riesig. Habe ich eigentlich noch Steine dabei, um dann noch eine Etage draufzusetzen? Wäre vielleicht noch eine Idee. Wenn ich nachher etwas mehr Kupfer habe. Ups. So, einmal kurz vertauschen. Damit das Ganze etwas flüssiger von der Hand geht. Ah, ich bin sehr erfreut hier auch, dass bei diesem Shader die Grafikbugs einigermaßen ausbleiben. Oh, ja, hier sollte ich vielleicht nichts hinsetzen, sondern erst da. Nein. Auch nicht, sondern da. Und jetzt hole ich mir die Sachen wieder und laufe wieder nach oben. So. Oh, tut mir leid. Weiter geht's. So, was wollte ich mir noch bauen? Genau, als nächstes. Ich bin sehr der Industrial Craft Fan, muss ich mal sagen. Oh, sieht das geil aus. Wuhu! Ja, das ist auch ein schönes Farmspiel. Naja, Schattenspiel eher gesagt, aber egal. Ich bin sehr der Industrial Craft Fan und deshalb würde ich sagen, ich baue mir am Anfang direkt mal eine gute Stromversorgung hierhin. Ich habe mir gesagt, ich nehme keine Atomkraft, sondern Wasser und Wind, und Atomkraft lasse ich mal außen vor, habe ich zumindest mir gesagt. Die Frage ist, ob ich mich daran halten kann. So, erstmal ausleuchten. Ich glaube mit F7. Oder? Ja, mit F7 konnte man hier die Helligkeit einstellen. Oder sehen, wo noch Zombies spawnen können. Hier sollte ich auch noch was drin machen. Und ich sollte schlafen gehen. Ja, auf jeden Fall erstmal eine vernünftige Stromversorgung mit ein bisschen Magie wollte ich auch benutzen. Also, ich glaube, Traumkraft heißt das oder so. Traumkraft 4. Aber als erstes möchte ich gerne die Smeltery fertig machen und vor allen Dingen mir die Werkzeuge dafür bauen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, 13 Ingots, ich brauche 18, also fehlen mir 5. Genau, der Rest kommt. Was? Wieso habe ich Zinn-Ingots? Habe ich nicht das Iron? Ist das nicht Iron? Ach, da ist mein Block of Iron. Dummheit, Mama. Okay, das kommt auch weg. Hier ist mein Block of Iron.
Gut. Das Stück kommt weg. Ich weiß noch, wie ich damals als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe, da war auch noch, ich glaube, das erste Mal Minecraft. Ich hab ziemlich spät angefangen, Minecraft zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Das war 1.4, 1.4.2 oder 1.4.7. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Da gab es. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal. Ich hole mir jetzt mal wieder Sachen. Auf jeden Fall gab es da die Möglichkeit, diese Blocks zu machen. Ich glaube, das war sogar ganz neu, dass man Redstone-Blocks und so weiter bauen konnte. Und ich wollte am Ende irgendwas Riesiges mit Redstone machen. Hatte aber keine Lust, wirklich so viele Kisten dafür zu bauen und so viel Platz in meinem kleinen Baumhäuschen zu verschwenden. Und dann gab es mit 1.4.7, glaube ich sogar, war das, gab es diese neue Funktion, Redstone-Blöcke zu machen. Und was ich gemacht habe, ich war am Farmen sozusagen und habe mir dann ja nur noch diese Redstone-Blöcke gemacht, weil die weniger Platz wegnahmen. Es ist eigentlich eine sehr, naja, ich weiß jetzt nicht, ob es im Sinne des Betrachters ist, dass man das dann besser stapeln kann. Oder dass es einfach nur schön aussieht oder irgendwas anderes. Es hat auf jeden Fall mir sehr viel Platz erspart. Dafür bin ich Notch sehr dankbar, dass der sowas gemacht hat. So. Wir haben Marble. Haben wir kein Marble hier? Ach doch, Marble. Super, 5 Stück. Ja. Wie sieht das eigentlich aus? Wie sieht das gebrannt aus? Denn ich wollte ja eigentlich was Schönes haben. Eigentlich super, jetzt habe ich auch keinen. Habe ich auch kein Holz mehr. Muss ich mal eben kurz. Ich glaube, hier war das. Eben kurz Kohle holen. So, und wieder raus hier aus dieser dunklen Höhle. Na, komm her. Was? Der hat 125 Leben? Okay, das ist vielleicht ein etwas großer Zombie gewesen. Naja, gut, dass er so wenig hatte. Boah. Nein, nicht darunter. Und du. Weg hier. Ups. Ach. Wieso kommen die jetzt wieder alle an? Ach, die sind so gut wie alle gestorben. Gut. Komm rein und mach zu. So, etwas Marble. Hä? Die kann man gar nicht brennen. Okay. Was gibt es denn noch so Schönes? Sandstone. Sandstone sieht nicht schlecht aus und ist auch leicht zu holen. Stecke ich die Marble mal wieder hier rein. Kann ich ja nicht gebrauchen. Zombiefleisch auch. Und Stone auch nicht. Sandstone wäre. Ach komm, ich nehme.
Ich nehme. Ja, ich baue das Ganze einfach aus Cobblestone. Wenn wir hier Marble Cobblestone. Warte mal. Man konnte das ja irgendwie. Nein, das wollte ich nicht. Zurück, zurück. Ich wollte Usage. Da. Einen Grinder. Okay. Dieses Ding wollte ich auf jeden Fall haben. Blast Resistance 55. Quarz. Nee. Ist nichts mehr Schönes hier drin. Hier ist noch Marble, aber Granit Cobblestone. Es gibt. Das ist auch Marble. Komm, ich baue noch meine zweite Etage. Ich baue dann die oberen Dachetagen und so weiter. Baue ich alle aus dem schönen Stein. So, ich würde sagen, euch nehme ich mit. Denn hier kann euch keiner mehr gebrauchen. Was kann ich noch mitnehmen? Brauche ich im Moment nicht. Inksex, Dirt. Glowstone, ne, kann ich auch im Moment noch nicht gebrauchen. Ich kann Truhen gebrauchen ohne Ende. Allerdings